Hallo alle zusammen und herzlich willkommen. Ich bin hier in Basel an der Fitness Expo, die grösste Fitnessmesse der Schweiz. Und an der Stelle möchte ich gleich wieder auf Deutsch, dass ihr, meine liebe YouTube-Community, mich alle versteht. Ja, ihr habt gehört, ich bin in Basel auf der Fitness Expo. Ich freue mich, ich habe heute hier ein Meet and Greet und das Ganze hat natürlich für euch, die nicht dabei sein können, hier in einem YouTube-Vlog-Fest. Viel Spaß! Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu meinem Interview in der Good Days Area. Ich freue mich sehr und ja, kommen bestimmt spannende Fragen auf mich zu. Herzlich willkommen, Adrian Kneidl! In dieser Schiene, in dieser Extremschiene drin warst, hast du das wahrscheinlich gemerkt, dass du unreine Haut kriegst, die Stimme verändert sich, eben die ganze Mimik, die Ausstrahlung. Wie hast du auf das reagiert? Hast du in dem, also ich nenne es jetzt mal Wahn, hast du gefunden, oh Mann, ist das schön? Oder wie geht man mit dem um? Also es ist jetzt, rückblickend, wenn ich auf mich zurückschaue, kenne ich meine Person von damals nicht mehr. Ja. Also nicht nur jetzt äußerlich, sondern meine ganze Person. Und da sind wir aber auch bei dem Punkt, das ist eigentlich das Schlimmste, was mit einem passiert. Man macht eine Wesensveränderung durch. Also man ist wirklich, man erkennt sich selber nicht mehr von Charakterzügen her. Und ich bin damals, würde ich heutzutage können, das kann ich so unterschreiben, ich bin krank gewesen, in einem Wahn. Es gibt andere Krankheiten, ich will es jetzt nicht direkt vielleicht, aber zum Beispiel eine Magersucht. Eine Magersüchtige schaut sich im Spiegel an und sie findet, sie ist dick. Und so ist das bei mir. Ich habe mich im Spiegel angeschaut und gefunden, ich habe noch nicht genug Muskeln. Und alle die Nebenwirkungen von Gesichtszügen, unreine Haut, die habe ich mir ausgeblendet und ignoriert. Alle die Warnsignale eigentlich, ich habe den Körper alarmiert. Ich habe die unterbewusst natürlich wahrgenommen, aber ich habe es verdrängt. Ich habe mich auch in dieser Zeit komplett von meiner Familie abgewendet. Ich habe ein sehr enges Familienverhältnis und ganz enge Freunde nicht mehr um mich gehabt. Und ich habe mich von denen abgewendet. Ich bin geflüchtet, ich bin auf Los Angeles, ich war dort, ich wollte gar nicht die Leute um mich haben, die mir sagen, hey Anni, aber das bist jetzt schon nicht mehr du. Ich habe das ausgeblendet, weil ich einfach verbissen war auf meinen Traum. Ambitioniert sein ist etwas sehr Gutes. Man muss auch zielstrebig sein und wissen, was man will im Leben und sich dorthin kämpfen. Aber einfach mit gewissen Sachen ist es doch besser, wenn man vorsichtig ist. Also, alle haben offen! Yeah! Oh mein Gott, so ein tolles Interview. Sehr offen und ehrlich, wie ihr das schon von meinen Channels kennt. Hat Spaß gemacht und jetzt geht's weiter ans Meet and Greet. Das Meet and Greet ist jetzt vorbei. Es war mega schön. So viele Leute sind gekommen von überall her, sogar aus Deutschland hier nach Basel. Freut mich natürlich mega und es ist einfach so ein schönes Gefühl, euch immer zu sehen. Und ich hoffe, ihr, die jetzt da draußen zuschaut, ihr kommt auf die nächste Expo dann und besucht mich da. Bis dann!